Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einer weiteren Folge Train Simulator 2020. Wir spielen heute ein neues Add-on, die BR481 Add-on von Train Team Berlin, die uns das Ganze freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank an der Stelle. Den Link und alles was packe ich euch unten in die Videobeschreibung, falls ihr selbst natürlich Interesse habt, euch das Ganze zu kaufen, dann schnappt's euch, legt's euch zu und wir werden uns das Ganze jetzt ein bisschen anschauen. Ich bin mega gespannt drauf. Ich habe natürlich schon so ein bisschen reingespielt, aber das war halt nur mal ganz kurz, war so für 10 Minuten. Es ist fantastisch. Also es ist kein Vergleich, kann ich euch jetzt schon sagen, mit der kostenlosen Variante, die es jetzt hier zum Download gibt und die wir bereits schon hier auf dem Kanal hatten. Kein Vergleich. Aber nun gut, wir fangen jetzt erstmal an. Namenkollege, in der Abstellanlage am Potsdamer Platz übernimmst du einen Dreiviertelzug. Es ist der letzte Verstärker der Zuggruppe Vampir für heute. Der Zug wird dann in Lichterfelde Süd ausgesetzt und in der Abstellanlage gebracht. Passenderweise hast du zum Freitagabend das Werbeviertel mit Adagio-Werbung erwischt. Na, das stimmt doch auf den bevorstehenden Feierabend ein. Rüste nun den Zug auf, das kann auch mit der Taste Z automatisch geschehen und vergiss nicht, im Fahrgastraum das Licht einzuschalten. Dann haben wir noch die Ibis-Daten und wir sind aktuell in der Aufgabe 08, Aussetzfahrt. Dementsprechend, ja, können wir jetzt hier soweit schon loslegen. So schaut das Ganze aus. Leute, traumhaft. So, wir fangen mal an. Rüsten jetzt erstmal hier auf. Dann werden wir jetzt erstmal den Schlüssel hier rausholen. Ja, das ist jedes Mal, ja, wenn ich das Ganze hier aufrüsten darf hier, immer wieder ein Genuss. Ach Gott. So, gib mir den Schlüssel nochmal. Mit dem Schlüssel drehen habe ich noch nicht so. Ey. Lass doch den Schlüssel da rein. Ja, gibt's noch nicht. So, jetzt haben wir's. So, Hauptschalter ein. Federspeicher kann raus. Wir können jetzt hier schon mal die Fahrgastbeleuchtung anmachen. Und wir können die Signalleuchten schon mal anmachen. Dann können wir hier das Ibis schon mal einstellen. So, keine Ibis-Daten. Und Linie einstellen. Da haben wir jetzt die 25. Bestätigen. Umlauf 10. Bestätigen. Ziel 85. Bestätigen. Und Eingabestart 74. Bestätigen. Und FGI-Start. FGI-Start. So haben wir. Jetzt kann man hier noch ein bisschen Pult ein bisschen beleuchten. Und das Ganze hier mal ein bisschen heller machen. Können hier soweit schon alles einstellen, dass wir jetzt auf 25 km/h fahren dürfen, denn Steuer dürfen wir jetzt hier gerade nicht. Und ja, ich glaube, das wär's. Wir können fahren. PCB, also nee, nicht PCB, die Fahrsperre und Siefer sind an. So, und on Tour hier. Mit der Baureihe 481. Oh, Mann. Ich habe mich so gefreut, ja. Und dann war ich im Urlaub für ein paar Tage. Und genau da kommt es denn raus. Ah, habe ich mich geärgert. Deswegen kommt meine Folge leider ein bisschen verspätet. Sonst hätten wir es euch natürlich auch direkt zum Release zeigen können. Wirklich nochmal wirklich, wirklich Dankeschön an Train Team Berlin. Die sind natürlich schon bekannt. Sind keine Unbekannten. Tatsächlich habe ich hier auch echt originale Produkte von denen noch hier rumliegen. Und zwar einmal Straßenbahn Berlin-Köpenick für den Microsoft Train Simulator damals. Und die Baureihe 480 haben sie noch gemacht gehabt für den Microsoft Train Simulator. Alles absolut fantastische DLCs, ja. Also da gibt es wirklich kein Wenn und Aber. Ey, das ist wirklich fantastisch. Ausstieg rechts. Ansagen gesprochen von Mozart. Hier hätte ich mir natürlich gewünscht, dass das halt Originalansagen sind. Gut, das wird wahrscheinlich da rechtliche Sachen zu tun haben, dass man sich da vielleicht die Rechte da nicht bekommen konnte von der S-Bahn, ja, von Original oder so.
Mozart macht wirklich einen absolut tollen Job hier, keine Frage. Ich werde aber auf jeden Fall nach der Folge, oder vielleicht nach der nächsten Folge mal gucken, werde ich die versuchen auszutauschen mit den Originalansagen. Wirklich, Mozart ist wirklich astrein, aber es ist halt doch nochmal was anderes, wenn du halt die Originalansagen nochmal hast. Ja? Und gerade bei dieser Qualität, die du jetzt hier hast. So, Türen gehen zu. Wundervoll. Das war ein bisschen. Jetzt haben wir zweimal gedrückt gehabt. Das war jetzt natürlich ein bisschen blöd. So, Siefer bestätigen. Oh, Leute. Jetzt sind wir ein bisschen zu schnell, aber. Das ist ja hier in den Tunnel leider immer so. Das ist hier so ein bisschen. So, du wirst dich schneller, obwohl du berghoch fährst. Nächste Station: Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Wie gesagt, also wirklich fantastisch gesprochen. Es gibt keinen besseren, der das hätte sprechen können. Wirklich. Ich bin wirklich Fan von Mozart. Aber wie gesagt, um das Ganze hier nochmal wirklich. Oh, was ist hier los? Ja. Hier hängt es gerade. Heieiei. Um das Ganze halt perfekt zu machen, müssen hier einfach nochmal die Originalansagen ran. Aber auch der Ton, ja, von der BF-81. Das passt halt so komplett, ja, wirklich. Ich habe mich von dem Tag, wo ich davon berichtet hatte, das erste Mal, mich so drauf gefreut. Ausstieg rechts. So, Türen sind offen. Ich habe auch schon oft die Frage gehört, ob es das gleiche, also ob es das Addon ist. Ja, wird es ja, worüber wir schon eine ganze Zeit berichten. Nein, das ist nicht das Addon S25, welches von Bahnjahren gebaut wird, wo wir die komplette Linie S25 dabei haben, von Henningsdorf nach Teltowstadt. Das ist hier der Südast, ja, also Hauptaugenmerk liegt hier wirklich auf der BF-81, der hat wirklich hier abgesehen mit dem kompletten Schnickschnack. Und deswegen meinte ich auch am Anfang der Folge, man kann das nicht vergleichen mit dem Frühwerk-Contentzug, den es da gibt. Kann man nicht. Weil du halt wirklich die ganzen Knöpfe jetzt hier drücken kannst und alles sowas. Macht er jetzt die Türen zu? Das ist ja, wie gesagt, manchmal hängt das, ja. Wie gesagt, das kommt auch noch im Laufe des Jahres. Da bin ich auch mega gespannt. Das ist das zweite DLC, worauf ich mich sehr, sehr drauf freue. Also das war für mich diesmal, dieses Jahr war es mein TS-2020-Jahr, also mein TS-Jahr. Denn Berliner Content, ja, suchst du vergebens eigentlich. Die beiden Addons, die es ja gibt, ja, die kannst du, naja, die sind eher dürftig. Ja, Berlin-Wittenberg, Berlin-Leipzig, die sind halt schon sehr, sehr oll und haben mittlerweile auch, ja, wie kann man sagen, schon mittlerweile ausgedient halt. Deswegen freut es mich natürlich unglaublich umso mehr, dass es hier wirklich jetzt Nachschub gab. Ey, ist er 50? Dürfen wir doch jetzt hier... Ja, manchmal... Manchmal ist es ein bisschen eigenartig hier. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen runterbremsen. Geht's bergab? Es sind immer noch genau diese Stellen, die es. Station: Yorkstraße. Übergang zur U-Bahn-Linie 7. Immer noch die gleichen Stellen wie bei den Standardstrecken. Weiß nicht, warum das hier so eine Auswirkung hat.
So, Yorkstraße. Erstmal in der Luft und schaut euch das doch an. Das sieht so hübsch aus. Ich spiele jetzt so einen Train-Simulator jetzt zwar nicht aktiv, jetzt wirklich. Ab und zu mal so eine Fahrt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, oder ich habe es bis jetzt noch nicht so gesehen, wie geil das aussieht mit so einer untergehenden Sonne. Oh, ne, Vollbremsung wollte ich jetzt hier nicht machen. Dreiviertelzug, müssen wir hier anhalten. Wie schön das aussehen kann. Ausstieg links. Mit so einer untergehenden Sonne, ja, das sieht wirklich fantastisch aus. Und so, sogar die Wolken bewegen sich, guckt euch das an. Geil. Schade ist, man muss hier immer noch T drücken. Ich vergesse das immer leider. Ah, wirklich. Was man echt noch da alles rausholen konnte, ja. Das ist absolut großartig. Hier guckt es euch an, ja. Ey. Also wenn das nicht hübsch ist, ich weiß auch nicht, ja. Wir haben noch ein Bild gemacht hier. Abfahren. So, jetzt nochmal wieder mit 60 weiter. SIFA bestätigen. Das Schöne ist, da gibt es ein schönes Handbuch. Da kann man auch extrem viel lesen. Da gibt es dann halt schon so Sachen, die man hier von vornherein schon einstellen kann. Die ganzen Missionen, was es so gibt, ja, steht da drin und so weiter und so fort. Also, man hat sich hier wirklich richtig viel Mühe gegeben. Diese Ruckler hier, ich weiß aber nicht, was das ist. Muss ich jetzt so mittlerweile den Train-Simulator auch schon auf eine SSD-Platte installieren? Nächste Station, Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 45, 46 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport, please change here. Wie gesagt, also ihr hört es ja, er ist wirklich fantastisch gesprochen von Mozart. So, die SIFA. Es ist schon wieder so kontinuierlich, weißt du, wo er wieder so nachlädt mit dem Ruckeln. So, Kurzzug. Na, wir müssen weiter. ZAT bedeutet, wir müssen selbst abfertigen. So, das ist auch nochmal so ein Highlight. Es gibt hier Ausstieg links. Drei Methoden zum selber, also zum Abfertigen. Ja, das ist schon echt extrem cool. Nach Lichterfelde Süd einsteigen bitte. Müssen wir selber sprechen? Fantastisch. Ja, mitgeliefert werden, ich glaube, 8 oder 10 Szenarios. Dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, dass ihr das Ganze im Quick Drive noch spielen könnt. Also, dass ihr dann das Ganze halt voll ausreizen könnt. Mit dabei kommen natürlich auch alles komplett mit KI und Fahrbar. Ja, dass dann da also auch vom Quick Drive KI-Fahrzeuge mitfahren. Nach Lichterfelde Süd zu, rückbleiben bitte. So, dann müssen wir hier schnell Knopf drücken.
kontrollieren, dass keiner hier sich einklemmt. Wundervoll. Das war's. Türen hier zu. Und wir können abfahren. Spiegel geschlossen. Genau. Könnt ihr das Ganze dann dementsprechend als KI-Fahrzeuge hier fahren? Die BR480 fährt hier als Toaster, also der Toaster fährt hier als KI-Fahrzeug. Und dann ist es noch so ein älteres Modell. Tatsächlich ist mir jetzt die Nummer entfallen. Schande. Objekte halt kommen mit. Um das Addon vollständig auszureizen, braucht ihr allerdings noch einen weiteren DLC von Train Team Berlin. Und zwar das Szenario-Pack. Ist ein bisschen schade, weil dadurch, das kostet nochmal ein bisschen was extra. Achso, ich glaube, die setze ich Kamera erst später, ne? Da kamen die jetzt schon, ich weiß es nicht. Oh, hör auf zu ruckeln. Oh, jetzt regnet es auch noch. Die kamen jetzt schon. Wunderbar. Nächste Station. Priesterweg. Übergang zur S-Bahn-Linie 2. Ey, das sieht so geil aus mit dem Regen und dem Sonnenuntergang mit den Wolken. Wirklich. Das ist mein DLC. Das ist mein DLC, wirklich. Ohne Scheiß. Guckt euch das an. Sogar hier mit Schatten hier. Oh. Bremsen muss ich noch lernen hier. Ich verbremse mich immer noch ein bisschen sehr krass. Guck mal, wie langsam ich jetzt hier reinrolle, ja, weil ich immer noch nicht so die Bremskurve gefunden habe. So, hier ist kein ZAT. Oh, komm. Ausstieg links. Da haben wir nämlich hier vorne nämlich den Anzeiger dafür. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Ich glaube ZP9, ZP10 muss das sein irgendwie. Der signalisiert uns denn, dass wir dann, achso, wieder T vergessen zu drücken, dass wir dann die Türen öffnen und schließen können. Wenn er horizontal ist, dann können wir die Türen schließen und wenn er dann vertikal ist, können wir abfahren. Mal zum Beispiel schon die Türen schließen. Was er wieder nicht macht. Weil der Timer hier noch läuft, ne? Jetzt, ja. Wir müssen echt warten, bis der Dings da unten abgelaufen ist. Sie bestätigen. Ja, um das natürlich auch noch passend zu feiern, mache ich heute Abend einen Livestream mit dem BR481 Addon. Da werden wir uns noch die ein oder andere Aufgabe anschauen im Livestream. Könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr mehr sehen wollt davon. Würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Nächste Station, Südende. Wir haben Gott sei Dank kein Zeitlimit hier, da passt das. Sonst würde ich wieder vollends. Aber wie gesagt, das mit den Bremsen, das ist erstmal wirklich...
Das ist übrigens ein DLC, den ihr nicht auf Steam kaufen könnt. Den könnt ihr halt nur separat halt auf der Seite von Trend in Berlin kaufen. Weiß nicht, ob da noch irgendwie was geplant ist in der Richtung, dass das für Steam noch erscheinen soll. So, ZAT wieder. Das heißt, wir müssen wieder selber abfertigen. Nach Lichterfelde Süd einsteigen bitte. So, guck mal hier, so sogar wie die Ringscheibe an der Fensterscheibe. Wow, fantastisch. Ey, ich bin wirklich richtig happy, ja. Das ist so erste DLC, wirklich seit Beginn, wie gesagt, des ganzen Train-Simulators oder sowas. Ja, wo es halt wirklich, wirklich richtig toller DLC für mich ist. Wo Microsoft Train Simulator schon längst hier diesen Berlin S-Bahn DLC hatte, ja, hat das extremst lange gedauert, bis endlich mal der Train Simulator da dementsprechend mal so ein bisschen nachzieht. Hat mich richtig geärgert, so richtig gewurmt halt. Nach Lichterfelde Süd zu, rückbleiben bitte. So, wird abgefertigt. Wundervoll. So, dementsprechend sind wir durch. Und sind startklar. SIFA. Oh, wenn dann S25 Henningsdorf kommt, das ist genau so ein DLC, wo ich mich halt mega drauf freue. Weil er sagte ja schon, dass er nicht die Baureihe 481 liefert. Ja, er baut ein anderes Fahrzeug. Es kann sich ja bloß um die Berliner Cola-Dose handeln oder um die BR480, ja, der schöne Toaster. Da freue ich mich ja drauf. Ja. Wenn der Toaster jetzt auch noch kommt für den Train-Simulator, dann ist es mein Jahr, wirklich. Dann ist es mein Jahr. So 60 angekündigt. Nächste Station, Lankwitz. Wieder viel zu früh gebremst hier. Sowieso die einzige S-Bahn, die ich hier großteils fahre immer, ne? Also, wenn ich mal S-Bahn fahre, was total selten der Fall ist, versuche das halt extremst zu vermeiden. Oh, Vollbremse wollte ich nicht. So, wieder wir müssen wieder selber abfertigen. Ausstieg rechts. Nach Lichterfelde Süd einsteigen bitte. Ja, wie sich die Wolken bewegen halt einfach. Ja, also Leute, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist unglaublich, was man hier noch echt rausgeholt hat. Also an Train Team Berlin wirklich großartige Arbeit. Ich hoffe, dass man dann hier später nochmal irgendwie so weitere Aufgaben irgendwie vielleicht noch nachkaufen kann, ja, dass man da so ein Scenery-Paket irgendwie noch erstellt. Ich hoffe, dass Phasus für mich denn die ein oder andere Aufgabe hier noch vielleicht bastelt. Nach Lichterfelde Süd zu, rückbleiben bitte. Würde ich mich mega drüber freuen. Wundervoll, alle sicher drinne, dann können wir losfahren. Wir müssen die Tür ja gar nicht manuell zu machen, weil normalerweise geht sie, wenn man über 10 km überschreitet, geht sie selber zu. Genauso wie sich der Spiegel dann einklappt. Nächste Station, Lichterfelde Ost. Übergang zum Regionalverkehr.
Kollege steht auch schon hier. So, worauf ich jetzt mal nicht geachtet hatte, war jetzt hier der Bahnhof. Aber ich glaube, nee, der haut auch wieder nicht hin. Das ist natürlich schade. Wie gesagt, das ist ja natürlich so ein Ding, da freue ich mich dann auf das Addon von Banyan. Aber gut, für mich ist das vollkommen in Ordnung. So. Ausstieg links. Oh, ist das toll. Ist das toll. Ich freue mich wie so ein kleines Kind gerade. Ja, es ist unglaublich. Dieses Fahrzeug, es ist so unglaublich. Achso. Ja, das nervt halt, die T-Taste. Naja, er signalisiert jetzt schon, dass wir die Türen schließen sollen, ja. Aber es geht nicht, weil wir erstmal hier unten den Timer hier abwarten müssen. Klingt ja gar nicht mehr, wa? Ja, heute, wie gesagt, werden wir dann im Livestream dann uns noch ein paar weitere Aufgaben anschauen. Mit dabei ist dann natürlich der Phasus, der uns ein bisschen was dazu erzählen kann. Ja, also wenn ihr mehr sehen wollt von dem wundervollen Addon, unbedingt einschalten. Wie gesagt, habt ihr jetzt selber Bock drauf bekommen. Unten in der Videobeschreibung ist der Link, ja, zur Seite von Trentin Berlin. Da könnt ihr euch das direkt instant kaufen. Und wohl eines der besten S-Bahn-DLCs für den Train-Simulator bekommen. Können sich alle mal eine Scheibe abschneiden davon. Nächste Station, Ostdorfer Straße. Immer wenn ich die Siefer drücken muss, wa? Fängt das immer irgendwie an zu ruckeln. Sieht so extrem langsam aus, hier mit 30 km/h hier reinzufahren. Hildburghauser, Ostdorfer Straße. Ah, das ist ja meine Gegend hier. Ausstieg links. Wie würde... Oh, schon mit Ansagen, Bahnhofsansagen und alles was, ja. Achso. Wieder Tee vergessen. Mann! Also das werde ich wahrscheinlich noch ein paar Mal vergessen. So, hier, ne, für Phasus hier so, ne. Mein McDonald's, wo ich immer mit meiner Tochter mal Milchshake holen gehe. Dann hast du hier Getränkehoffmann, hier drinnen hast du den Domäne und, nicht Domäne, hier dänisches Bettenlager und Aldi hier, die Tankstelle gibt es hier nicht. Da hinten hast du das Rathaus
Und das müsste Edeka sein oder sowas, ne? Also das ist so kleine Einkaufspassage hier. Wo wir halt immer so ein bisschen einkaufen gehen. Extra für Phasus. Fand's immer so gut. Oh, jetzt hat er noch wieder was, wo man was erzählen kann. Ja. Ja, also meine Meinung zum DLC, großartig, ja. Ich hätte es mir heute so oder so gekauft, ja, also zum Release. Das ist, wie gesagt, das ist Berlin A, ja. Zweitens, das ist meine Stammstrecke. Also ist das ein absolutes Pflichtprogramm. So, da kommt Gelb. Nächste Station, Lichterfelde Süd. Nee. Endstation, bitte alle aussteigen. Attention please, we are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. So. Ist ja eh in der Haltestelle hier. Alle aussteigen. Muss ich schon ausmachen. Brauchen jetzt kein Licht mehr da drin. So, wo war denn das gewesen? Achso, hier die Fahrsperre, genau. Die sollten wir drücken. Genehmigung erteilt, sehr schön. Schon auch, wenn er keinen Kontakt mehr hat, geht hier immer diese Fahrspannung an und aus, ne? Also hier an den Stromschienen hier. Da steht sogar ein Kollege. Das ist ja Wahnsinn, der bewegt sich sogar. Das ist nicht einfach nur eine staatliche Figur oder sowas. Ey, grüß dich, das ist Phasus. Mensch, na? Feierabend, Jess. Das ist geil. Leute. Werden wir heute Abend definitiv viel Spaß haben im Livestream. Also macht's, kommt dazu. Ja, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. An Train Team Berlin, vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Add-on. Unglaublich, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Ey, das macht mir richtig Bock. So, Tür auf. Ah, perfekt. So läuft das. So, abrüsten. Wie macht man das denn jetzt? Sehr gut gemacht. Schönen Feierabend. Das war's. Oh, was? Sie haben das Szenario nicht erfolgreich? Und hier steht, sehr gut gemacht. Schönen Abend.
Hab ich was verpasst? Wahrscheinlich ja mal zu früh irgendwie die Spannung rausgenommen. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall heute von der ersten Folge von dem BR481 ändern. Wir werden uns im Livestream noch mehr angucken. Wir werden uns in den nächsten Folgen noch mehr angucken. Also, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, unbedingt den Abonnier-Button drücken. Ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. An 9 von 10 Bahnhöfen haben wir eine Fahrgäste aufgenommen. Ich habe wahrscheinlich einmal vergessen, T zu drücken. Kann das sein? Aber es geht doch gar nicht. Muss ja. Gut, Leute, ich verabschiede mich, sage Tschuhus, bis zum nächsten Mal.